Heute entschlüsseln wir die Geheimnisse des Kosmos. Explodierende Sterne, gigantische schwarze Löcher und gewaltige Gaseruptionen. Überall auf der Erde und im Weltraum fangen Hightech-Teleskope Signale auf, die ein verborgenes Universum enthüllen. Ein Kosmos, nahezu unbegreiflich in seiner Größe, seinem Alter und seiner Urgewalt. Teleskope öffnen uns immer größer werdende Fenster zum Universum. Mit Teleskopen, die größer und leistungsfähiger sind als je zuvor, arbeiten Forscherteams intensiv daran, neue Geheimnisse zu lüften. Jedes Mal, wenn wir neue Gebiete im Universum erforschen, machen wir großartige Entdeckungen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglichen es uns, Teleskope über unsere Galaxis hinauszublicken und Dinge zu sehen, die wir uns nie hätten träumen lassen. Wir erblicken die Geburt unseres Universums, unsichtbare Materie und die geheimnisvolle dunkle Energie. Aber wird eine neue Generation von Teleskopen die größte aller Fragen beantworten? Die nach unserem endgültigen Schicksal? Dunkle Energie ist ein Schlüssel zum Verständnis des Schicksals des Universums. Die Jagd nach den Grenzen des Universums hat begonnen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand das uns bekannte Universum nur aus unserer Galaxis, der Milchstraße. Doch heute leben wir im goldenen Zeitalter kosmischer Entdeckungen. Teleskope sprengen unser Verständnis des Kosmos. Größer denn je und verbunden in gigantischen Netzwerken rund um den Globus und im Weltraum, enthüllen sie Geheimnisse, die uns verblüffen und in Erstaunen versetzen. Atemberaubende Bilder der Planeten unseres Sonnensystems. Die majestätischen Saturnringe. Und über die Jupiteroberfläche rollende Sturmwolken. Doch weit entfernt von unserem Sonnensystem entdecken wir nun Exoplaneten, die andere Sonnen umkreisen. Und jenseits unserer Galaxis 100 Milliarden anderer Galaxien, wie zum Beispiel der Andromeda-Nebel, der Sombrero-Nebel und die Whirlpool-Galaxie. Jede von ihnen umfasst hunderte Milliarden von Sternen. Wir entdecken superschwere schwarze Löcher, die im Zentrum von Galaxien wild rotieren, auch in unserer eigenen. Wir sehen Millionen von Lichtjahre entfernte Supernovae, explodierende Sterne, die mit über 950.000 Stundenkilometern extrem heiße Gase ausstoßen. Und tief im Inneren von Wolken aus Gas und Staub, die Billionen von Meilen über uns schweben, können wir einen Blick erhaschen auf die Geburt neuer Sterne. Teleskope öffnen uns immer größer werdende Fenster zum Universum. Die neuesten Teleskope enthüllen nun die unsichtbaren Geheimnisse des Weltraums, die wir erst jetzt langsam zu verstehen beginnen. Dunkle Materie, das unsichtbare Gerüst, auf dem unser gesamter Kosmos aufgebaut ist. Und dunkle Energie, eine mächtige und unsichtbare Kraft, die bewirkt, dass unser Universum sich ausdehnt. Jedes Mal, wenn wir neue Gebiete im Universum erforschen, erleben wir neue Überraschungen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellt man sich das Universum wesentlich kleiner vor. Sonne, Erde und Planeten bilden unser Sonnensystem. Und jenseits davon gibt es Millionen von Sternen, die den Rest unserer Galaxis ausmachen. Die Milchstraße. Das ist unser Universum.
Aber für die Astronomen schwebt eine große Frage im Raum. Eine entscheidende Frage zu Beginn des 20. Jahrhunderts war, gibt es außer der Milchstraße noch andere Galaxien? Wie kam es dazu, dass Teleskope so viel von unserem Kosmos enthüllten, bis an seine Grenzen reichten, bis hin zum Rand unseres Universums? Die Revolution beginnt im frühen 19. Jahrhundert. Ein völlig neues Teleskop wird gebaut. Es wird unsere Vorstellung vom Universum für immer verändern, die Grenzen unseres Kosmos sprengen und uns auf eine bis heute andauernde Entdeckungsreise schicken. Dieses Teleskop ist eines der wichtigsten in der Geschichte der Astronomie. Die ersten Schritte der Revolution. Ein Astronom steigt auf den 1740 Meter hohen Gipfel des Mount Wilson, hoch über Pasadena in Kalifornien. Er lässt Wolken, Dunst und die unteren Schichten der Atmosphäre unter sich, die die Sicht von Teleskopen verzerren. Er will sehen, ob es möglich ist, ein Observatorium auf dem Gipfel dieses Berges zu bauen, wo die Luft dünn und kristallklar ist. Damals setzte sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass man, um eine für astronomische Zwecke wirklich gute Sicht zu haben, einen guten Standort finden musste. Und die Berge im Westen der Vereinigten Staaten schienen dafür sehr geeignet. Vor 100 Jahren ist allein schon die Idee, auf einem Berg ein Observatorium zu bauen, revolutionär und eine enorme logistische Herausforderung. Hunderte Tonnen Stahl und Beton müssen mühselig die schmalen Bergstraßen hinaufgeschafft werden. Doch der klare Himmel ist es wert. Mount Wilson wird das höchstgelegene Observatorium der Erde und hat Modellcharakter für Observatorien auf der ganzen Welt. Dieses Observatorium ist die Vision eines einzigen Mannes, George Ellery Hale. Seine Mission? Die größten Geheimnisse des Kosmos zu lüften. Zu erforschen, ob es jenseits unserer Galaxis noch etwas gibt. Doch Höhe ist für Hale nur der erste Schritt. Um tief ins Weltall blicken zu können, und das mit großer Schärfe, muss er für sein neues Observatorium das größte Teleskop der Welt bauen. Das Grundprinzip jedes Teleskops besteht darin, Licht einzufangen. Je größer das Teleskop, desto mehr Licht kann es einfangen und somit auch lichtschwache Sterne erfassen. Aber Hale hat ein Problem. Die meisten Teleskope der damaligen Zeit sammeln das einfallende Licht mit Glaslinsen. Doch ab einer bestimmten Größe verbiegen sich Glaslinsen unter ihrem eigenen Gewicht, was zu einem verzerrten Bild führt. Die Größe der Glaslinsen ist also begrenzt. Was Hale braucht, ist eine radikal neue Konstruktion. Ein gigantisches Teleskop, das viel Licht einfangen kann, aber nicht mit Glaslinsen arbeitet. Hale wendet sich daher einem erstmals 1668 von Isaac Newton entwickelten Teleskop zu, dem Reflektor. Diese Art von Teleskop verwendet einen Hohlspiegel anstelle von Glaslinsen. Er bündelt das Licht, indem er es auf einen Punkt reflektiert. Nun plant Hale, ein derart großes Teleskop zu bauen, wie man es noch nie zuvor gesehen hat. Nur eine revolutionäre Fertigungstechnik ermöglicht die Herstellung des von ihm geplanten gewaltigen Instruments. Und bis zur Vollendung des Projekts wird es 11 Jahre dauern. Der gekrümmte Spiegel hat einen Durchmesser von 5 Metern und wiegt mehrere Tonnen. Er befindet sich am Boden eines 12 Meter langen gusseisernen Rohrs und das wiederum steht in einer Kuppel mit einem Durchmesser von 30 Metern.
1917 bestaunt die Öffentlichkeit das größte Teleskop, das es bis dahin gegeben hat. The Scientific Eye of America. To this Mecca of Stargazers flock astronomers from all nations. Im Pantheon der astronomischen Teleskope ist Mount Wilson wahrscheinlich das wichtigste Teleskop in der Geschichte der Kosmologie. Die Entdeckungen, die hier gemacht wurden, machten es weltbekannt. Schon bald richtet man dieses großartige Teleskop auf ein bislang ungelöstes Geheimnis der Astronomie. Seltsam verschwommene, zwischen den Sternen schwebende Lichtwolken geben den Astronomen schon seit Jahren Rätsel auf. Es handelt sich um die Nebelflecken. Einige davon sind eiförmige Wirbel, andere zarte Sternenspiralen, wieder andere weisen sich verzweigende Tentakel auf. Tausende davon sind mit den Teleskopen zu sehen, aber niemand weiß, was sie sind oder wie weit sie entfernt sind. Einige Astronomen vermuten, dass bestimmte Nebel außerhalb unserer Milchstraße liegen könnten. Sie fragen sich, ob es Welteninseln sein könnten, Galaxien wie die unsere. Wäre das der Fall, würde es die Grenzen des Universums erschüttern und die unseres Verständnisses davon. Doch sie hatten nie die technischen Möglichkeiten, um das Rätsel zu lösen. Bis jetzt. Hale lädt die besten Astronomen der Welt ein, um zu helfen, das Rätsel ein für alle Mal zu lösen. Unter ihnen befindet sich ein junger Mann namens Edwin Hubble. Edwin Hubble war einer der größten Astronomen aller Zeiten. Er machte enorm viele bedeutende Entdeckungen. Nacht für Nacht beobachtet Edwin Hubble die Nebel mit dem Hale-Teleskop. Einen beobachtet er besonders intensiv, den Andromeda-Nebel, den Edwin Hubble nun in noch nie dagewesener Detailgenauigkeit sehen kann. Dieses Teleskop war endlich stark genug, die Nebel in Reichweite zu bringen. Und damit begann eine Reihe von Entdeckungen, die unser Verständnis des Universums komplett veränderten. Hubble erkennt Sterne im Andromeda-Nebel. Doch um herauszufinden, ob es wirklich eine Welteninsel außerhalb unserer Milchstraße ist, muss er messen, wie weit sie entfernt ist. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Entfernungen in der unendlichen Weite des Weltalls zu messen, ist eine der größten Herausforderungen der Astronomen. Ähnlich wie Autoscheinwerfer wirken Sterne heller, je näher sie sind. Wenn man ihre absolute Leuchtkraft kennt, kann man ihre Entfernung berechnen. Das ist so wie die Wattzahl einer Glühbirne zu kennen. Wenn man die nicht kennt, hat man ein Problem, wie NASA-Astrophysikerin Kim Weaver erläutert. Weiter weg erscheinen Autoscheinwerfer genauso hell wie dieses Fahrradlicht. Doch wenn die Scheinwerfer näher kommen, wird deutlich, dass sie eigentlich heller sind als das Fahrradlicht. Genauso verhält es sich mit Sternen. Bei Sternen, deren absolute Leuchtkraft wir kennen, können wir die Entfernung berechnen. Diese nennen wir Standardkerze. Edwin Hubble hatte das Glück, dass Astronomen kurz zuvor auf eine spezielle Art von Sternen gestoßen waren, deren absolute Helligkeit sich berechnen lässt. Die sogenannten Cepheiden. Sie sind daran erkennbar, dass sie über mehrere Tage hinweg pulsieren. Jetzt braucht Hubble nur noch einen dieser Sterne in einem Nebel wie Andromeda zu finden. Nachts sucht er mit dem Teleskop den Himmel ab. Tagsüber forscht er auf den gemachten Aufnahmen nach Sternen, die ihre Helligkeit verändert haben.
Am 6. Oktober 1923, nach monatelanger Arbeit, wird Edwin Hubble fündig. Er entdeckt einen Cepheiden im Randbereich von Andromeda. Ich habe hier die Originalplatten, auf denen Edwin Hubble erstmals einen Cepheiden in der Andromeda-Galaxie entdeckt hat. Er hat die Position des Cepheiden auf der Platte markiert. Er notierte VAR für Variable. Er hat also diese beiden Platten verglichen und festgestellt, dass sich dieses Objekt tatsächlich in seiner Helligkeit verändert. Edwin Hubble kann nun etwas messen, was Geschichte schreiben wird. Die Entfernung zu einem der Nebel. Er errechnet, dass Andromeda etwa 800.000 Lichtjahre entfernt ist. Das ist mehr als 8-mal so weit wie die am weitesten entfernten bekannten Sterne der Milchstraße. Das bedeutet, Andromeda muss sich außerhalb der Milchstraße befinden. Eine eigenständige neue Galaxie außerhalb der unseren. Das ist ein unumstößlicher Beweis. Ihm ist sehr wohl bewusst, was für eine bedeutende Entdeckung das ist. Edwin Hubbles Entdeckung sprengt die Grenzen unseres Universums. Unsere Milchstraße ist nicht länger alles, was im Kosmos existiert. In der Folge entdeckt Hubble, dass Andromeda nicht die einzige Galaxie ist. Er weist nach, dass Dutzende der Nebel eigentlich andere Galaxien sind. Seine Forschung hat unsere Sicht des Universums grundlegend verändert. Auch unsere heutigen leistungsstärksten Teleskope erforschen noch immer den erweiterten Kosmos, den Edwin Hubble damals entdeckte. Sie sehen Milliarden von Lichtjahre weit ins All und haben jenseits der unseren 100 Milliarden von anderen Galaxien entdeckt. Und jede davon zählt wahrscheinlich 100 Milliarden Sterne. Multipliziert man die Galaxien mit der Anzahl der Sterne, ergebe das mehr Sterne als sämtliche Sandkörner aller Strände und aller Wüsten der Erde zusammen. Damit wurde das Universum mit einem Schlag 100 Milliarden Mal größer. Edwin Hubbles Entdeckung, dass es jenseits unserer Galaxie noch andere gibt, sprengt die Grenzen des Universums. Doch seine nächste Entdeckung sollte noch spektakulärer sein. Andere Astronomen hatten zwischenzeitlich entdeckt, dass sich viele der Nebel, nun durch Hubble als Galaxien identifiziert, von uns entfernten. Edwin Hubble will nun herausfinden, wieso. Und das tut er, indem er das Licht selbst analysiert. Er bedient sich dazu einer Methode, die man im 18. Jahrhundert entdeckt hatte. Das ist ein ca. 1880 hergestelltes Spektroskop. Eines aus der ersten Generation von Instrumenten, mit denen man Sonnenlicht analysiert hat. Ein Instrument wie dieses hier revolutionierte die Astronomie, denn man konnte damit Licht auf eine Weise analysieren, wie es bis dahin unvorstellbar war. Das Spektroskop zerlegt weißes Licht in die Farben des Regenbogenspektrums. Und im Licht verbergen sich Hinweise auf das Verhalten von Sternen. Licht ist wellenförmig und jede Farbe hat eine eigene Wellenlänge. Blaues Licht hat eine kurze Wellenlänge, rotes Licht hat eine lange Wellenlänge. Durch die Expansion des Weltraums bewegen sich Galaxien durch den Raum. Dabei scheint sich die Wellenlänge ihres Lichts von unserer Erdperspektive aus zu verändern. Bewegt sich die Galaxie auf uns zu, wird die Wellenlänge zusammengepresst und erscheint blauer. Entfernt sich die Galaxie von uns, wird die Wellenlänge gestreckt und scheint roter zu werden. Wir bezeichnen diesen Effekt als Rotverschiebung. Sie ist so etwas wie ein kosmischer Tachometer. Je schneller sich eine Galaxie von uns entfernt, desto mehr dehnen sich ihre Lichtwellen in den Rotbereich. Musik
Schall funktioniert ganz ähnlich, denn auch er besteht aus Wellen, die uns Astronom Alex Filipenko gleich vorführen wird. Ich werde jetzt mal so richtig auf die Hupe drücken. Die Tonhöhe bleibt konstant, selbst während das Auto fährt. Auf dem Fahrersitz hört Filipenko die Hupe in konstanter Tonhöhe. Sie verändert sich nicht. Aber nun will er hören, wie die Hupe klingt, wenn er am Straßenrand steht und das Auto an ihm vorbeifährt. Als das Auto auf mich zukam, wurden die Schallwellen zusammengepresst. Und daher klang der Ton höher. Als der Wagen vorbeifuhr und sich entfernte, wurden die Wellen gedehnt. Daher klang der Ton tiefer. Und deshalb... Wäre das blaue Auto schnell genug gewesen, wäre das hochfrequente blaue Licht gedehnt worden. Und die blaue Farbe hätte sich zu Rot verschoben. Das Auto hätte für mich rot ausgesehen. Das nennt man Rotverschiebung. . 1928 befasst sich Edwin Hubble mit der Rotverschiebung seiner neuen Galaxien, um festzustellen, wie schnell sie sich entfernen. Er beginnt, die Geschwindigkeiten sowohl naher als auch ferner Galaxien zu bestimmen. Er will sehen, ob sich eine Korrelation finden lässt zwischen ihrer Entfernung und dem Tempo, mit dem sie sich entfernen. Nacht für Nacht analysiert er akribisch das von den Galaxien kommende Licht und kommt zu einem atemberaubenden Ergebnis. Edwin Hubble entdeckt, je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto größer ist die Rotverschiebung, desto schneller entfernt sie sich also. 1929 weist er dieses sehr interessante Verhältnis nach. Die Nebel, die am weitesten entfernt sind, entfernen sich schneller. Edwin Hubble kommt zu einem erstaunlichen Schluss. Das Universum expandiert. Es mag vielleicht so aussehen, als würden sich die Galaxien von uns entfernen. Tatsächlich ist es aber der Weltraum, der sich ausdehnt. Ich verdeutliche einmal, wie die Expansion des Universums funktioniert. Das ist ein eindimensionales Universum. Die Ping-Pong-Bälle stellen die Galaxien dar und der Gummischlauch den Weltraum dazwischen. Wenn der Raum expandiert, bewegen sich alle Ping-Pong-Bälle voneinander weg. Der gesamte Raum dehnt sich aus. Und je mehr er sich ausdehnt, desto schneller scheint sich die äußere Galaxie von uns zu entfernen. Hubbles Entdeckung stellt einen der größten Durchbrüche in der Geschichte der Astronomie dar. Das Universum ist nicht statisch. Es wird immer größer und größer. Diese Galaxien bewegen sich voneinander weg, weil der Weltraum expandiert. Das war eine wirklich große Entdeckung. Hubble hätte diese Entdeckungen niemals machen können ohne sein Teleskop auf dem Mount Wilson. Heute führt man hoch über den Ebenen New Mexicos Hubbles bahnbrechende Arbeit fort und stößt mit einem der modernsten Teleskope in neue Dimensionen vor. Der Sloan Digital Sky Survey analysiert das Sternenlicht hunderttausender ferner Galaxien. Auf Aluminiumplatten werden galaktische Landkarten aufgezeichnet. Auf der Aluminiumplatte befinden sich 640 Löcher. Jedes Loch entspricht einer viele Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie. Über eine Glasfaseroptik wird jedes Loch mit einem Hightech-Spektroskop verbunden. Es misst die Rotverschiebung der Galaxien. Dann setzen Techniker die Platte in die Brennebene des Teleskops ein und bringen es mit dem entsprechenden Abschnitt des Nachthimmels in Deckung.
So erhält man 640 Spektren auf einmal, was natürlich eine tolle Durchmusterungsmethode ist. Anhand der Aufzeichnungen wurde bisher die Geschwindigkeit von über 930.000 Galaxien berechnet. Das verschafft uns ein viel präziseres Bild von dem Universum, in dem wir leben, und davon, wie schnell es auseinandertreibt. Doch damals, 1929, wirft Edwin Hubbles Entdeckung eine neue Frage auf. Wenn das Universum expandiert, von wo aus expandiert es? Hubble hatte erkannt, dass die Dinge sich voneinander wegbewegten. Aber wenn sich Dinge voneinander wegbewegen, waren sie dann früher alle an einem zentralen Punkt? Astronomen formulieren eine revolutionäre Theorie, den Urknall. Ein bestimmter Zeitpunkt, an dem das Universum geboren wurde. Die Idee ist so revolutionär, dass Wissenschaftler sich damit schwer tun. Diese Theorie leuchtete den Menschen damals überhaupt nicht ein. Selbst Einstein glaubte nicht an diese Idee. Und wir hatten auch nicht die Teleskope, mit denen wir die Auswirkungen des Urknalls hätten beobachten können. Um den Beweis zu finden, brauchen die Astronomen eine völlig neue Art von Teleskop. Eines, das sehen kann, was unsere Augen nicht sehen können. Jenseits der Farben des sichtbaren Lichts gibt es die Strahlen des elektromagnetischen Spektrums, das für unsere Augen unsichtbar ist. Gammastrahlen, Röntgenstrahlen, Radiowellen und Mikrowellen mögen unsichtbar sein, aber sie sind von entscheidender Bedeutung für Astronomen. Sie sind der Schlüssel zu einigen der dramatischsten Ereignisse im Universum. Das menschliche Auge kann nur einen sehr kleinen Bereich des elektromagnetischen Spektrums wahrnehmen. Und zwar alle Wellen, die sich wie Licht verhalten. Aber uns ist es gelungen, darüber hinaus Teile des Spektrums sichtbar zu machen. Die Astronomen Arno Penzias und Robert Wilson arbeiten mit einem neuen Radioteleskop. Seine riesige Antenne ermöglicht es ihnen, Mikrowellen und Radiowellen aus dem Weltraum zu messen, in Form von Wärme. Sie gehen davon aus, dass die Sterne unserer Milchstraße ein schwaches Glimmen abstrahlen. Doch als sie ihre Antenne auf einen Punkt im leeren Raum richten, da wo eigentlich nichts sein sollte, entdecken sie etwas sehr Ungewöhnliches. Wir erwarteten, dass der Himmel fern der Milchstraße sehr kalt sein würde, also nahe am absoluten Nullpunkt, bei 0 Grad Kelvin. Zu unserer Überraschung empfingen wir eine Strahlung von ca. 3 Grad Kelvin. Das mysteriöse Signal schien aus allen Richtungen zu kommen. Wir empfingen ein Geräusch, ein Signal, wenn man so will. Ich hatte keine Ahnung, was es war. Penzias und Wilson vermuten, dass das Gerät einen Defekt hat, der Interferenzen verursacht. Sie versuchen alles. Sie fegen sogar den Taubendreck aus der Antennenschüssel. Es war Sommer wie Winter zu empfangen, Tag und Nacht, zu jeder Jahreszeit. Wir zogen alles Mögliche in Betracht. Sogar die Wasserstoffbombe, die 2 Jahre zuvor in großer Höhe gezündet worden war, zogen wir in Betracht. Penzias und Wilson sind ratlos, bis sie von einem Projekt hören, an dem ein Forscherteam arbeitet, und zwar in direkter Nachbarschaft, an der Universität Princeton. Robert Dickey und seine Kollegen haben herausgefunden, dass das Echo des Urknalls noch heute nachwirkt. Sie haben sogar die Temperatur errechnet. 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt, also 3 Grad Kelvin. Ich rief also in Bob Dickeys Büro an und ich hatte das Glück, ihn zu erwischen. Später erfuhr ich dann, dass er sich, nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, zu seinen Kollegen umdrehte und sagte: Jungs,
Man ist uns zuvorgekommen. Arno Penzias und Robert Wilson haben rein zufällig den ersten eindeutigen Beweis für den Urknall gefunden. Ihr Radioteleskop hat das Nachglimmen des Beginns des Universums aufgefangen. Das ist und bleibt eine der wichtigsten Entdeckungen aller Zeiten. Ahnungslos hörten wir das Echo der Schöpfung. 1978 erhielten Penzias und Wilson den Nobelpreis. Auf einer Liste zu stehen mit Albert Einstein, auf ein und derselben Liste, das war kaum zu verkraften. Ich kam gar nicht auf die Idee, mich mit den Nobelpreisgewinnern auf eine Stufe zu stellen. 1964 die Hintergrundstrahlung des Urknalls entdeckt wurde, war das zum ersten Mal ein Beweis für einen Ursprung unseres Universums. Penzias und Wilson haben einen eindeutigen Beweis für den Urknall gefunden. Doch es sollte noch weitere 37 Jahre dauern und innovative Mikrowellentechnologie erfordern, bevor entdeckt wurde, wie durch den Urknall unser heutiges Universum entstand. Die Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, kurz WMAP, befindet sich auf dem Weg in den Orbit, 1 Million Meilen von der Erde entfernt. Diese Raumsonde führt eine extrem weiterentwickelte Version von Penzias und Wilsons gigantischer Antenne mit sich und ist ausgestattet mit 2 reflektierenden Teleskopen. Ziel der Mission ist es, extrem detailgenau das Nachglimmen des Urknalls zu untersuchen und herauszufinden, wieso sich Galaxien entwickelt haben. Mit WMAP wollten wir in die Frühphase des Universums blicken. Nach einem Jahr liegt eine erste von der Sonde kartografierte Himmelskarte vor. Die von WMAP gemachten Messungen waren unglaublich. Statt einer homogenen Hintergrundstrahlung konnte man Temperaturschwankungen bis zu 1000% quer über den ganzen Himmel messen. WMAP zeigt, dass es geringe Temperaturschwankungen gibt. Diese hier so dramatisch aussehenden Temperaturschwankungen sind eigentlich gering. Der Unterschied von einem roteren Hotspot zu einem blaueren Coldspot beträgt nur ein paar hundert Millionstel Grad. So gering diese Temperaturveränderungen sind, sie ergeben ein sehr dramatisches Muster am Himmel, das uns enorme Informationen liefert. Die winzigen roten Punkte zeigen, wo Materieverdichtungen beginnen und wo sich schließlich Galaxiencluster bilden werden. Das ist ein entscheidender Hinweis darauf, wie Sterne und Galaxien entstanden sind. Mithilfe der WMAP-Daten können Astronomen errechnen, was zu Beginn des Universums unmittelbar nach dem Urknall geschehen ist. Wir können daraus sogar Rückschlüsse ziehen auf Dinge, die im ersten Billionstel einer Billionstelsekunde des Universums geschehen sind, also in der frühesten Geschichte des Universums. Und die Genauigkeit der WMAP-Messungen erlaubt Astronomen, ein anderes großes kosmisches Rätsel zu lösen: das Alter des Universums. Zum ersten Mal haben Astronomen eine konkrete Zahl. Wir wissen jetzt, dass das Universum ca. 13,7 Milliarden Jahre alt ist. Das ist sehr alt, aber es ist nicht unendlich. Dass es nicht unendlich ist, ist eine der großen Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts. WMAP hat uns weiter weg von der Erde und näher an die Geburt des Kosmos gebracht als jedes andere Teleskop zuvor. Sie zeigt die Grenzen des Universums in nie dagewesener Genauigkeit. Doch die Mikrowellendaten, die sie aufnimmt, sind für das menschliche Auge nicht sichtbar. Würde es jemals möglich sein, die allerersten Galaxien des Universums in normalem, sichtbarem Licht zu sehen? Nur wenn optische Teleskope ebenfalls einen gigantischen Technologiesprung machten
und ins All starteten. Die NASA schickt das berühmteste Teleskop ins All, das je gebaut wurde. Bitten Sie irgendjemanden, ein Teleskop zu nennen. Er wird sagen, Hubble. Hubble ist das wahrscheinlich produktivste Teleskop aller Zeiten. Die Situation ist vergleichbar mit damals, als Galileo zum ersten Mal sein Teleskop gen Himmel richtete. Das 12 Tonnen schwere Hubble-Weltraumteleskop ist ein Tribut an den Mann, der uns zum ersten Mal über die Grenzen unserer Galaxie hinausführte. Es durchbricht die Erdatmosphäre und wird auf seine Umlaufbahn in 600 Kilometern Höhe gebracht. Seit George Ellery Hale sein Observatorium auf einem Berggipfel errichtete, haben Astronomen von einem Teleskop im Weltraum geträumt. Hier, weit über den Störungen der Erdatmosphäre, gibt es weder Dunst noch Smog noch Wolken, die das vom Universum ausgehende Licht verdunkeln können. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop haben wir weiter, tiefer und klarer ins All geblickt als mit jedem anderen Teleskop zuvor. Und Hubble fängt sichtbares Licht ein. Mit Hubble können wir Bilder einfangen, als hätte man selbst 2 Meter Augen, befände sich in einem Vakuum und könnte die Augen eine Woche lang offen halten. Das sind keine computergenerierten Bilder. Das können wir tatsächlich sehen. Hubbles kristallklare Aufnahmen gehören zu den außergewöhnlichsten Bildern des Weltraums, die man je gesehen hat. Überreste von Sternenexplosionen. Riesige Wolken aus Gas und Staub, in denen neue Sterne geboren werden. Ferne gigantische Spiralgalaxien, die kollidieren und zu Supergalaxien verschmelzen. Mein Lieblingsbild ist das vom Schmetterlingsnebel. Ein Nebel, aus dem mit über 950.000 Stundenkilometern Gas entweicht. Teleskope sind Zeitmaschinen. Wir sehen Photonen, die ihre Reise vor 13 Milliarden Jahren begonnen haben und erst jetzt durch den interstellaren Raum zu uns gelangen. Man blickt also nicht nur hinaus in den Weltraum, man blickt auch zurück in der Zeit. 1995 wird Hubbles Fähigkeit, in die Vergangenheit zurückzublicken, auf die Probe gestellt. Astronomen beschließen, es auf einen dunklen Punkt im Universum zu richten. Einfach um herauszufinden, was man dort sehen kann. Wir wählten einen winzigen Punkt am Himmel, an dem es im Grunde nichts gab, jedenfalls nichts Besonderes. 10 Tage lang fixierten wir diesen Punkt am Himmel. Es war, als würde Hubble durch ein winziges Schlüsselloch unserer Milchstraße hinausspähen ins Universum. Ein Punkt am Himmel, nicht dicker als ein Strohhalm. Was Hubble sieht, ist atemberaubend. An diesem einzigen Punkt sahen wir 10.000 Galaxien. Jeder Lichtpunkt, den Sie auf diesem Bild sehen, stellt eine Galaxie dar, mit 100 Milliarden Sternen ähnlich der Sonne. Das Bild nennt sich Hubble Deep Field. Es zeigt Licht von Galaxien, das 4 Milliarden Mal schwächer ist als alles, was wir mit dem menschlichen Auge sehen können. Licht, das vor Milliarden von Jahren zu seiner Reise aufgebrochen ist. Dieses Bild vermittelt einen Eindruck von der Größe und Tiefe des Universums. Jedes Mal, wenn Astronauten das Hubble-Weltraumteleskop warten, wird die Kamera auf den neuesten technischen Stand gebracht.
Nach der letzten NASA-Mission 2009 können wir auf einem neuen Deep-Field-Bild die fernsten Galaxien erblicken, die bislang gesichtet wurden. Entstanden nur 600 Millionen Jahre nach dem Urknall. Weiter können wir kaum blicken, denn wir blicken zurück in die Zeit der Entstehung der Galaxien. Das Hubble-Weltraumteleskop macht Bilder, die uns immer wieder erstaunen. Das Hubble-Weltraumteleskop ist in gewisser Weise wirklich einzigartig in der Geschichte der Wissenschaft. Es hat die Begeisterung für wissenschaftliche Entdeckungen zu jedem nach Hause getragen. Zu allen Menschen, überall auf der Welt. Hubble hat die Geheimnisse unseres Kosmos in atemberaubender Pracht enthüllt. Nun erforscht es mit einem ausgedehnten Netzwerk von modernen Superteleskopen eine Entdeckung, die die Welt der Astronomie erschüttert hat. Eine Entdeckung, die alles, was man über das Universum zu wissen glaubte, auf den Kopf zu stellen droht. Eine rätselhafte Kraft namens dunkle Energie. Dunkle Energie ist wahrlich eine mysteriöse Entdeckung. Es ist eine Energie, die scheinbar aus dem Nichts entsteht. Aber wir haben keine Ahnung, was sie ist. Die Entdeckung der dunklen Energie kommt völlig überraschend. Mitte der 1990er Jahre sucht ein Team von Astronomen, unter ihnen Alex Filipenko, im Keck-Observatorium auf dem Mauna Kea auf Hawaii den fernen Kosmos ab. Sie wissen, dass das Universum expandiert. Aber wird es wirklich ewig expandieren? Sie haben eine Theorie. Die Expansion könnte sich verlangsamen und schließlich sogar zum Stillstand kommen. Wenn ich diesen Apfel in die Luft werfe, verlangsamt die Gravitationskraft der Erde den Apfel und kehrt schließlich seine Bewegung um. Genauso könnten alle auseinanderstrebenden Galaxien langsamer werden und schließlich die Expansion des Universums stoppen. In der Folge würde das Universum in einem Riesenkollaps in sich zusammenstürzen. Beginnt die Expansion des Universums sich zu verlangsamen? Um die Geschwindigkeit im Randbereich des Weltraums zu messen, brauchen die Astronomen die leistungsstärksten Teleskope der Welt. Die gigantischen Spiegel der Keck-Teleskope haben einen Durchmesser von 10 Metern. Sie bestehen nicht aus einem einzigen Spiegel, sondern aus 36 sechseckigen einzelnen Spiegeln. Sie zusammen ergeben ein einzelnes Bild von außergewöhnlicher Schärfe. Mit den Keck-Teleskopen können wir Galaxien sehen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes an der sichtbaren Grenze des Universums befinden, an die 12 Milliarden Lichtjahre entfernt. Doch um festzustellen, wie weit entfernt diese fernen Galaxien tatsächlich sind, brauchen Astronomen eine Standardkerze. Einen Stern, der als kosmischer Zollstock fungiert. Doch die Leuchtkraft der Cepheiden, die Edwin Hubble benutzte, ist im Randbereich des Kosmos zu schwach. Die Astronomen müssen einen besonders hellen Stern in den am weitesten entfernten Galaxien suchen. Der Tod der gesuchten Sterne verursacht mit die verheerendsten Explosionen, die die Menschheit kennt. Die Supernovae. Eine Supernova ist ein buchstäblich explodierender Stern. Die meisten Sterne explodieren nicht am Ende ihres Lebens, aber einige zerreißt es geradezu in einer gigantischen Explosion. Und nicht jede Art von explodierendem Stern eignet sich. Die Astronomen suchen nach einer Supernova, die mit einer sehr intensiven und konstanten Helligkeit explodiert. Eine Typ 1a-Supernova. Sie explodieren wie eine gigantische atomare Kettenreaktion, wie eine gigantische Atombombe. In den entferntesten Galaxien des Universums finden Sie, wonach Sie gesucht haben.
Typ 1a Supernovae. Jetzt messen sie die Rotverschiebung, um zu berechnen, wie schnell sich diese weit entfernten Galaxien entfernen. 1998, nach jahrelanger Forschung, kommen sie zu einem überraschenden Ergebnis. Die Expansion des Universums verlangsamt sich überhaupt nicht. Sie beschleunigt sich. Zu unserer Überraschung stellten wir fest, dass das Universum schneller expandierte als früher, statt sich zu verlangsamen. Das ist, als würde der Apfel so fliegen. Eine absolut fantastische Feststellung. Eine mysteriöse Kraft, die niemand sehen kann, wirkt der Gravitation entgegen und treibt das Universum schneller auseinander denn je. Diese Kraft nennen die Astronomen nun dunkle Energie. Möglicherweise ist Einsteins Gravitationstheorie unvollständig. Und es könnte auch einige andere Gesetze der Physik verändern. Doch was dunkle Energie eigentlich ist und was sie mit unserem Universum machen wird, ist bis zum heutigen Tag ein Rätsel. Dunkle Energie ist ein Schlüssel zum Verständnis des Schicksals des Universums. Wird es sich ewig ausdehnen? Beschleunigt sich die Ausdehnung noch? Dann würde das Universum irgendwann zerreißen. Das Einzige, was die Astronomen wissen, ist, dass dunkle Energie den Großteil des Universums ausmacht. Wir wissen, dass dunkle Energie ca. 72% der Energiedichte unseres Universums ausmacht. Und trotzdem wissen wir nicht, was sie ist. Damit Sie das Ausmaß des Rätsels verstehen, ca. 70% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir wüssten nicht, was Wasser ist. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Als ob ein unsichtbares Rätsel nicht genug wäre. Am NASA Jet Propulsion Laboratory erforschen Wissenschaftler eine weitere mysteriöse, unsichtbare Substanz. Dunkle Materie. Dunkle Materie ist praktisch unsichtbar. Wir können sie nur wahrnehmen, weil sie Dinge verzerrt, die sich dahinter befinden. Mit Hilfe von Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops kann nun dunkle Materie im Universum ausfindig gemacht werden. Hubbles Bilder zeigen, dass diese unsichtbare Substanz Licht krümmt. Man kann es an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn man eine Münze auf den Grund eines Wasserbassins wirft, kann man diese von oben deutlich sehen, weil das Licht von ihr durchs Wasser dringt. Wasser ist praktisch unsichtbar. Doch die Form der Münze ist verzerrt, weil das Licht unser Auge nicht auf direktem Weg, sondern durch das Wasser auf leicht gekrümmtem Weg erreicht. Dunkle Materie hat einen ähnlichen Effekt. Sie hat eine starke Gravitationswirkung auf das Licht ferner Galaxien. Was wir hier sehen, ist Licht, das von einer fernen Galaxie zu uns kommt, durch dieses Feld dunkler Materie hindurchgeht und dabei wird der Weg des Lichts gekrümmt. Astronomen haben errechnet, dass 23% des Universums aus dunkler Materie bestehen. Nimmt man dazu noch die dunkle Energie, dann bleiben nur 5% des gesamten Universums, die nicht unsichtbar sind. Nachdem wir also seit 400 Jahren den Himmel mit Teleskopen absuchen, bleiben 95% des Universums immer noch zu enthüllen. Die Suche beginnt aufs Neue. Eine neue Generation von Teleskopen. Millionen von Kilometern weit entfernt im All, hoch oben auf unseren Berggipfeln und tief unter der Erde, ist im Begriff, unser Verständnis des Universums zu verändern. Teleskope stehen dabei an vorderster Front, denn sie sind unsere einzige Möglichkeit, das Universum zu sehen. Die neuen riesigen Teleskope sollen helfen, bedeutende Fragen zu klären. Wie ist das Universum beschaffen? Und könnte es Leben geben anderswo im Universum?
Diese hochempfindlichen wissenschaftlichen Instrumente empfangen nicht nur sichtbares Licht. Sie suchen nach dem Unsichtbaren. Und sie werden Rätsel des Kosmos lösen, die unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Es gibt noch ein ganzes verborgenes Universum zu entdecken. Seit der Zeit, als wir das erste Mal Teleskope gen Himmel richteten, befinden wir uns auf der Jagd nach den Grenzen des Universums. Technologische Innovationen und die immer größeren und höher gelegenen Teleskope bis hin zu den Weltraumteleskopen ermöglichten uns immer wieder neue aufschlussreiche und tiefgreifende Entdeckungen. Wir wissen jetzt, wie winzig wir sind, verglichen mit der enormen Größe des Universums. Wir stehen sogar kurz davor, Planeten zu entdecken, auf denen Leben existieren könnte. Gibt es erdähnliche Planeten? Das Spannende an diesen großen Teleskopen ist, dass sie uns wahrscheinlich Antworten auf unsere Fragen geben werden. Mit jedem Schritt haben wir die Grenzen unseres Universums erweitert. Über unsere Planeten hinaus, über unsere Galaxis hinaus, bis über 100 Milliarden anderer Galaxien hinaus. Und praktisch bis zurück zum Urknall und dem Anbeginn der Zeit. Teleskope veränderten in der Vergangenheit alles, was wir über unseren winzigen Planeten und seinen wahren Platz im Universum zu wissen glaubten. Und wer weiß, was sie in Zukunft enthüllen werden. In 100 Jahren wird unsere Sicht von der Welt sich erneut verändert haben. Die intergalaktische Reise geht gleich Richtung Sonne weiter. Dass sie scheint, das wissen wir. Die Doku weiß aber noch mehr über diesen Star im Universum. Apropos Wissen, im Internet steht ein großes Dossier für Sie bereit.